Es geht weiter mit Galactic Civilizations 4, mit Supernova und mit euch. Ihr seid dabei. Schöne Grüße an die Damen und Herren auf Twitch und auch an die Mitreisenden an Bord unserer Kriegs- und Handelsschiffe auf YouTube. Apropos Handelsschiffe, apropos Kommerz, dieser Stream hier und die Videos, die dabei entstehen, werden finanziell unauffällig im Hintergrund supported von Stardock Entertainment. Deshalb steht dort oben da Werbung. Werbung steht da. Danke sehr. So, nachdem ihr das alle mitbekommen habt, ich glaube ja, werfen wir mal, ich will mal wissen, ein paar Runden haben wir gespielt schon, heute, jetzt, gerade. Ob sich das im Siegbildschirm schon nennenswert bemerkbar... Ja, beim Kultursieg haben wir jetzt erstmals einen 80er-Wert, Prestige sind wir nicht so weitergekommen. Sag mal, was stand eben beim Kultursieg? Oh Leute, ja, wir machen Fortschritte. Oh oh. Kultursieg incoming. Unser kultureller Einfluss muss noch in weiteren 10% der Galaxie einkehren und dann müssen wir das 6-10 Monate halten. Und mit allen Frieden haben. Das kann uns nur einen Strich durch die Rechnung ziehen. Es reicht ja aus, wenn uns einer, Stichwort Drängen, den Krieg erklären. Und schon müssen wir auf irgendwie anders weitermachen hier. Dann ein weiterer Schlachtkreuzer. Der passt hier nicht rein, ne? 6 Logistikpunkte. Doch, das passt. 12, da passen genau 2 rein. Hey Marcel. Na? Forschung abgeschlossen, kultureller... Das hilft uns jetzt. Schaut euch das mal an. 60% mehr Einflusswachstum überall. Planeten, Sternenbasen, überall. Wir können eine Unterhaltungshauptstadt gründen. Einflusswachstum, Zustimmung 40%. Level für Tourismus drumherum. Extrem. Könnten wir versuchen, Tourismus zu boosten. Wenn wir irgendwo irgendwas Cooles haben mit Tourismus und das Teil daneben setzen. Kultur aufrüsten. Level der Kulturbezirke erhöhen. Okay. Schwarmintelligenz. Das ist ein Modul auf Stationen. Noch mehr Einfluss. Braucht allerdings Harmoniekristalle. Ach, und Arnor-Würze. Die haben wir ja nicht. 10 Kulturpunkte geschenkt. Unterhaltungshauptstadt, Unterhaltungshauptstadt. Führt, habt ihr das gesehen, zu Kulturerob... Was ist denn das hier? Nein! Sollen wir das machen als nächstes? Kultureinflusswachstum 100% nochmal verdoppeln? Ja. Ja, WB, brüllt er wahrscheinlich in diesem Augenblick im Chor. So, im Ruhrpott. Können nicht mehr viel bauen. Sollen wir mal schauen, ob wir einen Platz finden für diese Kulturhauptstadt? Wo ist die denn? Oh, das müssen wir noch überall bauen. Das Fusionskraftwerk können wir einmal pro Planet bauen. Das haben wir noch gar nicht überall gemacht. Das lohnt sich da, wo wir sehr viel Produktion haben. Und hier lohnt sich das. Hat Bonus per Level, 2,5% mehr Fertigung, Angrenzungsbonusse für Produktion. Das könnten wir hier oben hinsetzen. Hier rein. Die Unterkünfte könnten wir irgendwann auch aufleveln. Die sollten eigentlich hier in Reihe stehen. Oder wir reißen... Es gibt kaum noch Platz hier. Hier oben könnten wir es hinsetzen. Einmal Bodentechnik. Und wenn das dann fertig ist, setzen wir nächste Runde hier das Fusionskraftwerk hin. Jetzt schauen wir mal... Ah, gute Idee von Holgidom neben dem Tierschauhaus eventuell. Wo hatten wir das nochmal gebaut? Wo war das nochmal? Das war... Wo ist das nochmal im Bau? Auf dem drittproduktionsreichsten
Planeten war. Das war es hier in Thinkable Tank. Hier ist es im Bau und es bringt Tourismus 20%. Aber kein Fertigertrag. Ich weiß auch nicht, ob es ein Tourismusgebäude ist. Unterhaltungshauptstadt. Ja, die scheinen sich zu boosten, ne? 3 Level für Tourismus. Links 3 Tourismus drauf. Links plus 3 auf Tourismus. Aber gibt es hier überhaupt Tourismus? Basiseffekt 20% Tourismus? Level 1 ist aber, es ist aber eigentlich ein Zustimmungsgebäude und kein Tourismusgebäude. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Diejenigen, die das Spiel schon mal viel und gut kennen, glaubt ihr, dass hier der Tourismuseffekt vom großen Tierschauhaus geboostet wird, wenn wir daneben die Unterhaltungshauptstadt setzen? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir denn woanders irgendwelche coolen Tourismusgeschichten? Wisst ihr was, wir schauen mal, wo wir die höchsten Tourismuswerte haben. Hier, Ruhrpott. Ruhrpott und großes Zahnrad. Sternenbasen kosten bei uns so viel Geld. Wir haben wahrscheinlich 75 Sternenbasen. Tourismuseinnahmen, da stehen sie. Bull Street. Tourismuseinnahmen sind nicht das Entscheidende. Also, wir haben einen Tourismuswert von 9%. 9,2. Das ist in Summe nicht so viel. Halt auch die Kolonien geben halt Geld. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Hier ist kein Platz mehr für Gebäude. Da müssten wir irgendwo was abreißen. Und wir haben 3 Level für alle. Warum das so viel Tourismus gibt? Deshalb. Plus 1 Tourismus drumherum. Ich glaube, es gibt aber gar keine Gebäude, gar keine Bezirke, die an und für sich, wie erkennt man, ein Tourismusbezirke gibt es gar nicht, ne? Einen reinen Tourismusbezirk gibt es, glaube ich, gar nicht. Kulturbezirke geben für Einfluss und Zustimmung. Es gibt gar keine Tourismusbezirke im engeren Sinne. Ich weiß nicht, wo das toll funktioniert. Ich kann es nicht sagen. Wir können es mal machen nachher. Einfach mal auf Verdacht da oben hinsetzen. Hier oben hin. Ja? Setzen wir einmal die Unterhaltungshauptstadt hier hin und hoffen, dass es was bringt. Ich kann es nicht beschwören. Ich weiß es nicht. Ob das Handbuch hier was gibt? Es gibt ja, ich glaube auch mit der Version 2.0 gibt es, glaube ich, erst diese Galakpedia, wie die ist schon da. Super. Die gibt es mittlerweile, das ist ja top. Die ist ja eingeführt worden durch ein Add-on. Durch ein Update, Entschuldigung. Die Hälfte der touristischen Einnahmen fließen ins Einkommen, die andere Hälfte fließen in den Einfluss.
das reicht nicht aus. So, ich ersetze mal nochmal aus. Ja, genau, das ist die Flotte, die wir gerade rübergezogen haben. Die wollten wir, glaube ich. Wir haben eine Flotte zieht hier oben hin und eine können wir hier nach Kristallkuschler rüberziehen. Die sind noch nicht allzu groß. Ich glaube, wir warten noch auf Verstärkung. Wir ziehen trotzdem mal hier oben hin. Bully Power Delta bleibt hier. Bull Street, die Werft. Mal gucken, wie es weitergeht. Module, Module und Module. Unfassbar, woher ihr das so gerade wusstet. Dann ruck, dann die Schiffswerft bei Fast Food. Ein Event. Ein Schiff unbekannter Herkunft an unseren Grenzen aufgetaucht. Bewaffnung ist so fortschrittlich, dass unsere Scanner sie nicht klassifizieren können. Wir halten eine Botschaft. Zahlen Sie! Sonst werden die Waffen gegen Sie eingesetzt. Was sind Ihre Befehle? Wir geben den Drohungen nicht nach. Ein feindliches Piratenschiff entsteht. 300 Geld. Pazifismus. Nein, danke. Wir bieten Ihnen an, Ihnen ein noch besseres Schiff zu bauen, wenn Sie sich uns anschließen. Verlieren 1200 Ocken und bekommen ein neues Edelschiff, das heißt der Säbel. Das war nur freigeschaltet. Ob wir das bauen können oder ob wir das geschenkt bekommen, weiß ich nicht. Ich will das Schiff sehen und umbringen. Ein Asteroidschürfer. Da ist schon einer unterwegs. Wofür war der gedacht? Wo sollte der hin? Zweifelsfall irgendwie hier unten hin, ne? Aber hier ist ja schon alles abgedeckt mittlerweile. Hier vorne? Fliegen mal hier hin und gucken dann. Ein Think, der hier ist schon klarer. Einmal hier vorne hin. Genau, ein WB lässt sich nicht rumschubsen aus Bomben. Ein WB gehört zu den Schubsern. Sehr guter Kommentar. Ah, ein Asteroid-Teil hier vorne. Die sind alle schon. Haben wir einen zu viel? Nee, es sollte hier oben hingehen, ne? Hoppla, wo bist du denn? Warum geht er nicht dahin? Dann verliere ich den aus dem Fokus. Da ist der Asteroidschürfer. Irgendetwas blockt ihn auf dem Weg nach oben? Nein. Jetzt geht's doch. Das ist unsere Basis. Thulium wird gesammelt. Top. Handelsangebot unserer guten Freunde. Etor Lyn, die Anführerin der Phalenoiden. Ja, das ist die Spezies ganz links oben, die sich von uns alles gefallen lässt. Im Sektor 2 links oben. Sie bietet uns ein Erkundungsabkommen an. Wir sollen viel dafür zahlen, dass wir ihr die Geheimnisse der Karte verraten. Nein, danke. Wir können aber Text von ihr versuchen zu bekommen. Also das wollen wir nicht, aber das hätte ich gerne, das hätte ich auch gerne. Mal gucken, was wir dafür geben müssen.
Xanthium hätten die gerne. Bei 21, ja. Sie haben keine. Das bleibt drin, Hypersilikate. Da haben wir 14 von kein Ding. Und Thulium brauchen sie auch. Thulium haben sie 0. Ihnen darf er noch mehr geben. Was passiert hier unten? Nichts. Nichts Nennenswertes. Was ist, wenn wir bei den Hypersilikaten raufgehen, passiert auch nichts. Ein bisschen geht drauf. Und bei denen hier. Dann geben wir ihr stattdessen eine Tech. Irgendetwas, was uns nicht wehtut. Claytronics, das hilft. Und eine kleine Hilfe beim Thema Nahrung. Da legt die gar nicht so viel Wert drauf, ne? Doch, hilft schon. Und fast haben wir es. Das war ein schlechter Deal. Wir bekommen Text, die wir mit Hand umdrehen selber hätten. Ich glaube, das ist irgendwie Quatsch. Obwohl, das sind gute Freunde von uns. Also, warum soll man denen das nicht geben? Einmal hier rüber. Dann können wir uns auch noch etwas Geld geben lassen. Und einmal bestätigen. Das war etwas zu viel. Da stimmen die zu. Wir können einmal auf Überzeugen klicken. Da können wir uns noch mehr Geld geben lassen. Oder bei denen sicherheitshalber etwas runtergehen. Und das klappt jetzt. Einmal anbieten. Und prima. Ob wir die Texte brauchen, weiß ich nicht. Also wenn wir, es waren beides Texte, die, glaube ich, fürs Militär gut wären. Und wenn man die hat, dann hat man die. Also die greifen uns nicht an. Die zu unterstützen ist okay. Die waren uns immer friedlich gesonnen. Das sind die Nachbarn von dieser kristallähnlichen Spezies im oberen Sektor in der Mitte. Falls es oben zum Krieg kommt, da gibt es drei im Sektor drin, im Osten, die drängen gehen. Die hassen uns, zu Recht. Dann die in der Mitte, das Luxa dominieren, das uns mittlerweile auch sehr skeptisch gegenübersteht, weil wir die so fix und alle machen. Und das sind unsere einzigen Freunde. Wenn die boosten, ist nicht unser Schaden hier. Dann Kristallkuschler, Produktion erstmal. Versorgungsdepot ist gebaut, Kernwelthauptstadt, kolonialer Generator. Es fehlt noch das Union-Zentrum hier. Boost von 5 Produktionslevel auf alles, was daneben steht. Ja, also ich würde auf Produktion gehen, die brauchen wir hier auf jeden Fall. Wir könnten uns das Feld hier holen. Oh, was liefert das denn hier? Das ist egal. Ah, die Frage ist, auf welchem Feld? Wir könnten uns das Feld hier holen und dann könnten wir hier überall noch Produktion drumherum stellen. Die beiden würden geboostet. Das wären dann 4 Felder drumherum, die von denen unterstützt werden. Was hierhin das Feld uns holen, das hat nichts mit. Das ist auch Produktion, das würde auch geboostet. Da könnten wir drumherum jede Menge. 5 könnten wir dann bauen. Ja? Oder halt hier links, weil sagen, die Felder sind egal. Nennen wir hier noch Möglichkeit. Irgendwas mit Forschung zu machen, aber ob wir das machen. Ich würde eigentlich das hier holen. Einmal Bodentechnik.
Und hier drauf bauen wir das dann. Schon wieder ein Asteroid-Schurfer. Das war der von eben. Hier hin. Eine Runde weiter. Ein Arbeitsschiff. Im Nordsektor. Ja, da wollten wir eine Weltraumstation bauen. Wo ist es? Hier vorne, ne? Genau hier. Wir könnten... Die beiden wollen wir umdrehen. Das ist eine neutrale Welt. Aber die beiden wollen wir umdrehen. Und sie dicht wie möglich an die ran, wie es geht. Ist innerhalb eines anderen Gebietes. Eine Einflussbasis bitte. 6 Dorantium sind da, 34 Module. Lass uns einmal ausbauen, meine Damen und Herren. Einmal hier. Kulturforum, Infozentrum. Alles für den Einfluss. Hier oben können wir noch, auch ohne Dorantium ist alle, auch ohne Dorantium noch etwas weitermachen. Das reicht erstmal. Arnor-Würze fehlte. Zentrum für Kulturpflege. Das war's erstmal. Und weiter. So, ein weiterer Asteroidenschurfer. Was macht der denn da? Ach, das war schon ein Feld. Hier rüber. Ein Arbeitsschiff. Was sollte das denn da machen? Ach, die wollten wir hier durch das Gelände durchziehen und dann hier... Ja. Dann hier, um dann hier noch weitere Sternenbasen zu bauen. Die kommen, glaube ich, von ganz weit her. Hier oben könnten wir noch eine reinsetzen. Kernwelt. Oder wir nutzen die, um hier hinten zuzumachen. Um hier dicht zu machen. Aber die sind eigentlich schon sehr weit hier oben rüber. Dann ziehen wir einen hin. Hier hin. Kernwelt, Kolonie. Hier hin. Dahin. Und mit dem Kollegen hier vorne. Ziehen wir... einmal dahin gleich. Ja, ich entdecke die Piratenschiffe nicht. Das ist das Problem. Inaktive Kernwelt. Bull Street. Unterkunft. Ein Platz noch für einen Bürger. Wir könnten die Unterkünfte einmal schnell aufleveln. Dauert 2 Runden. Brauchen wir im Augenblick nicht, aber weiteren Platz haben wir eh nicht. Einmal machen und dann Module produzieren. Ich wüsste nicht, was sonst. Haben wir hier das Union-Gebäude gesetzt. Ja, da ist das Union-Zentrum. Stattdessen Module bitte. Ruhrpott. Und das hier vorne hat man... Da ist noch Platz frei. Das ist das Einzige, was wir machen können. Berge. Wohnbezirke. Ein Wohnbezirk hier oben noch hin. Irgendwann mal, im Augenblick nicht. Wir können...
Fusionskraftwerk. Mehr Produktion drumherum. Fertigung massiv erhöhen. Einmal pro Planet. Verschmutzung steigt um 5%. Erschwert das Wachstum von Bürgern und die Nahrungsproduktion. Das ist mir mittlerweile egal. Nach uns die Sintflut, liebe Leute. Wir leben nur einmal und wer nach uns lebt, ob Kinder oder Kindeskinder, die müssen das erben. Wir haben es auch nicht leicht gehabt im Leben. Ja? Wir plündern alles aus, was es gibt. Ignorieren den Gedanken an Kindes- und Kindeskindern, wie wir in die Welt hinterlassen und bauen ein Fusionskraftwerk. Wir verehren den Dreck. Waschlappen werden verboten. Fusionskraftwerk hier oben hin und die beiden boosten hier. Klingt das abstoßend? Ja. Klingt das auch für meine Ohren abstoßend? Doppeljahr. Gut, wir machen einen Wohnbezirk weg. Nee. Wir machen es hier oben hin. Ein Fusionskraftwerk hier hin, bitte. Credits-Projekte? Ja, aber ich habe nicht das... Wir können mal gucken, ob wir mit Credits nochmal Bauprojekte beschleunigen auf den neuen Planeten. Das heißt einmal hier vorne auf Drängen Drängler. Unizentrum. 22 Produktionen könnten wir einmal beschleunigen. Oder die Alternative hier vorne bei Kristallkuschler. 55 Produktionen, also die kommen wirklich auf sich alleine aufpassen. Wie sieht es auf dem neuen Planeten hier unten aus, den wir eben erst gegründet hatten? Purple Power. 29,5 bereits. Mit dem Unizentrum wird es mehr werden. Wir beschleunigen einmal beim Drängling-Drängler. Ein Arbeitsschiff. Stimmt, da wollte ich eben sagen, dass wir hier nur zwei gründen wollen und eine wollten wir noch da oben hin. Das machen wir aber lieber von hier. In Kristallkuschler, in der Werft, machen wir ein Arbeitsschiff für links. Die Idee kam, glaube ich, von Vitas Nedia, um oben zwei weitere Sternenbasen, um links noch Druck auszuüben, weil wir hier so rausgedrückt werden ein bisschen. Einen vielleicht hier vorne rein und einen irgendwo hier hinten noch. Und in Drängling Drängler hätte ich gerne hier noch zwei Stück. Arbeitsschiff für Asteroid. Arbeitsschiff. Arbeitsschiff. Und das Arbeitsschiff, das wir hier hinten hatten. Das Arbeitsschiff, das wäre ein Asteroidenschaufel, okay. Gott, wo soll der denn hin? Hier oben war doch noch was frei. Da ist aber schon einer hin unterwegs. Hier ist auch schon jemand unterwegs. Hier ist riesengroß, Entfernung ist lang, kann man aber machen. Und das ist das Arbeitsschiff, das ist immer unterm Cursor weggeglitscht hier. Und das würde ich gerne schicken. Hier unten hin. Hier mal hin. Oder... Da war, glaube ich, schon eins unterwegs, ne? Hier unten. Navi ist eine Kernwelt. Die haben aber keine Kolonie direkt drumherum, ne? Da ist eine.
Das ist nur der allgemeine Druck. Die könnten wir gezielt unter Druck setzen, indem wir hier hingehen. Grüß mal ganz freundlich Spieleroffensive und seine, ihre Leute. Ganz liebe Grüße bitte ausrichten. Kommt gerne rein, schön, dass ihr da seid. Was habt ihr denn gespielt? Bei Spieleroffensive kenne ich euch? Ich glaube nicht, bin mir nicht ganz sicher. Internet ist groß, Twitch auch. Sag gerne mal Bescheid. Ja, nein, doch. Ja. Kultureller Druck. Ein Planet flippt. Wir haben so viele Sternbasen aufgebaut bei Galactic Civilizations 4 Supernova, das spielen wir, dass wir einen Planeten durch kulturellen Druck von allen Seiten, der gehört an uns. Ja? Das Lux vom Luxor Dominion, das ist die Kristall-Zivilisation im Norden. Die nicht so richtig, die uns in letzter Zeit immer argwöhnischer betrachtet. Und einen von deren Welten haben wir gemobst. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und das war welche? Irgendeine von denen war das hier. Welche ist sie gewesen? Irgendeine hier? Welche gehört uns? War das die hier? War das die hier? Nee, nicht im Ernst. War das die hier gerade? Garnet 2? Dieses riesen, fette, tolle Teil? Mit einem Gouverneur der Luxor, der jetzt uns, für uns das Ganze verwaltet. Nein, das ist, wir hatten bislang nur Kolonien immer durch Kulturdruck bekommen. Jetzt haben wir eine Kernwelt bekommen und der örtliche Gouverneur ist übergelaufen zu uns, zu den Terranern. Wie cool ist das denn? Ich bin sowas von begeistert. Wir haben eine neue Kernwelt hier bekommen. Wahnsinn.